Politik verstehen, Probleme nachvollziehen. Wir geben Antworten auf Fragen, die wirklich relevant sind. Genau das ist Europazeit. Die Sendung, bei der Sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern selbst aktiv werden können. Und so beantworten Abgeordnete aus dem EU-Parlament die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Diesmal befragen wir Daniel Caspari. Er ist seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments und seit September 2014 parlamentarischer Geschäftsführer der deutschen CDU-CSU-Fraktion in diesem Parlament. Die CDU-CSU liegt in einem Umfragetief sowie die restlichen Volksparteien. Welche Gründe haben zu diesem Vertrauensbruch in der Bevölkerung geführt? Ja, wir Volksparteien und gerade auch wir als Union, wir haben es im Moment nicht einfach. Wir sind in einer Situation, wo die Lebenswirklichkeit und die Situationslage bei uns in Deutschland und Europa und in der Welt immer komplizierter wird. Das wird auch schwieriger, deshalb unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu erklären, warum wir das tun, was wir machen. Das Zweite ist, wir haben da Populisten unterwegs, die erklären für wahnsinnig komplexe Themen einfache Lösungen. Nehmen Sie das Thema Flüchtlingskrise. Da wird dann erklärt, ja, wir machen einfach die Grenzen zu und dann ist das Problem gelöst. Ja, gar nichts ist da gelöst, wenn man einfach eine Grenze nach Österreich zumacht und sich dann in Österreich Hunderttausende, ja im Zweifel Millionen Flüchtlinge angestaut hätten. Ich bin überzeugt, dann hätten wir Krieg oder Krise in Europa. Und Lösungen, die halt komplex sind, dass wir in Syrien versuchen, die Situation zu stabilisieren, dass wir endlich die Aufnahmeländer in den umliegenden Aufnahmelager in den umliegenden Ländern wie Jordanien, Syrien, der Türkei besser finanzieren wollen, dass wir uns mit den Ländern jetzt in einem Abkommen geeinigt haben, wie wir Flüchtlinge auch verteilen, dass wir die Außengrenzen Europas endlich sichern, gemeinsam mit der NATO im Mittelmeer, dass wir Flüchtlingsverteilung in Europa angehen. Das dauert oft viel zu lang aus Sicht der Bevölkerung, ich kann das verstehen, aber wir haben doch jetzt eine Lösung. Nehmen Sie die Zahlen bei den Flüchtlingen, die Flüchtlingszahlen sind massiv gesunken, wir haben das Ziel erreicht, aber wir haben nicht irgendeine Lösung zulasten Dritter, sondern wir haben eine Lösung gemeinsam mit unseren Partnern erreicht. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, einfach auf die Probleme Antworten und Lösungen zu finden und wenn wir es schaffen, den Menschen zu erklären, dass eben komplexe Themen und komplexe Probleme leider nicht einfach mit einem Ja oder Nein zu beantworten sind, und wenn wir da wieder Führung zeigen, ich glaube, dann haben wir Riesenchancen. Und wie die Populisten aufgestellt sind, nehmen Sie doch jetzt das aktuelle Gauland-Zitat über Boateng, einen tollen Fußballspieler. Ich glaube, es wird doch deutlich, denen geht es doch nicht um den Menschen. Die Leute, denen geht es darum, Stimmungen zu machen, Verunsicherung zu schüren. Und das sollte nicht unsere Aufgabe in der Politik sein. Welche Konsequenzen würde es geben bei einer CSU, die nicht mehr nur in Bayern, sondern bundesweit präsent ist? Ja, ich denke, die Frage stellt sich nicht, sondern das Tolle in einer Volkspartei ist, wir haben oft unterschiedliche Positionen, bei uns innerhalb der CDU, aber auch zwischen CDU und CSU. Und da kommt es dann manchmal vor, dass man nicht schnell eine gemeinsame Lösung findet. Aber ich glaube, das ist genau die Aufgabe einer Volkspartei und das ist auch genau das, was eine Gesellschaft braucht, nämlich dass wir uns streiten über den richtigen Weg, dass wir vielleicht manchmal auch Wochen und manchmal Monate brauchen, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden wie in der Vergangenheit immer einen gemeinsamen Weg zwischen CDU und CSU in der Union finden. Und ich bin fest davon überzeugt, das wird auch dann die Antwort sein, die die Breite in der Gesellschaft gut findet. Wie bewerten Sie den Rücktritt des türkischen Ministerpräsidenten Davutoglu? Ist das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen dadurch gefährdet? Ja, in der Türkei die politische Situation eine Herausforderung. Aber das Erste, es sind ja hier keine Abkommen geschlossen worden zwischen Angela Merkel und einem amtierenden türkischen Ministerpräsidenten, sondern es sind hier Abkommen geschlossen worden zwischen Deutschland und der Türkei, beziehungsweise zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Und es ist guter Brauch in diplomatischen Beziehungen, dass wenn das Personal wechselt, dass man sich an Abkommen hält. Und das Zweite ist, die Türkei hat wahnsinnig viel zu verlieren. Denken Sie mal an die Sozialabkommen, an die Frage, ob türkische Mitbürger, die lange in Deutschland gearbeitet haben, zum Beispiel dann in der Türkei ihre Rente bekommen können. Denken Sie an die Frage von Familienzusammenführung und anderen Fragen. Ich bin davon überzeugt, es gibt so viele Themen in der gemeinsamen Beziehung zwischen Türkei und Deutschland, dass die Türkei sehr, sehr schlecht beraten wäre, ein Abkommen platzen zu lassen, weil dann kommt schnell ein Dominoeffekt in die Gänge und das können beide Seiten nicht brauchen. Wir brauchen uns als Partner, nicht nur in der Flüchtlingsfrage, sondern bei vielen anderen Themen auch.
Obwohl im EU-Gipfel eindeutig von einer Visa-Erleichterung für türkische Staatsbürger die Rede war, wird in Deutschland in gewissen politischen Kreisen der Eindruck erweckt, dass es sich um das Thema Zuwanderung handelt. Von welchen politischen Kreisen ist hier Ihrer Meinung nach die Rede und welches politische Ziel wird damit verfolgt? Ja, die Frage der Visa-Erleichterung für die Türkei erfüllt mich mit Sorge. Nicht wegen dem Inhalt, sondern genau wegen dem, was Sie ja auch fragen, wie kommt es bei den Menschen an? Und wir wollen nicht Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Wir wollen nicht ungebremsten Zuzug nach Deutschland. Wir wollen ja auch nicht Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, sondern es geht um Visa-Erleichterung. Das heißt, diejenigen, die maximal 3 Monate kommen dürfen, diejenigen, die nicht in den Arbeitsmarkt dürfen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, die also kommen, um Familie zu besuchen, um touristische Ziele zu besuchen, die vielleicht kommen aus geschäftlichen Gründen, um bei uns Geld zu verdienen oder gemeinsam mit Partnern in Deutschland Geld zu verdienen, dass die leichter nach Europa rein können. Und wenn wir im Gegenzug schaffen, dass die Türkei dann auch Verpflichtungen besser einhalten muss, zum Beispiel dürfen nur die visafrei kommen, die einen biometrischen Pass haben. Das heißt, wir wissen mit Fingerabdruck, Adresse und allem drum und dran, wer zu uns kommt. Und wir können dann auch über die Ausländerbehörden sicherstellen, dass die wieder gehen nach Ablauf der 3 Monate. Ich glaube, dann wird das alles nur halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich glaube, wenn das zu einem Gesamtpaket gehört und wenn wir das dann ausländerrechtlich auch durchexekutieren, dass die auch wieder rausgehen, deren 3-Monatszeit abgelaufen ist, dann ist das eine gute Lösung, die uns voranbringen kann. Viele deutsche Landwirte fürchten wegen des TTIP-Abkommens um ihre Existenz. Viele Verbraucher fürchten sich um ihre Gesundheit. Sind viele dieser Befürchtungen unbegründet? Welche Gründe sprechen Ihrer Ansicht nach trotz dieser großen Befürchtung für dieses Abkommen? Ja, bei TTIP hat man oft den Eindruck, dass, wenn TTIP kommt, fast die ganze Welt untergeht. Und ich wünsche mir, dass wir mal über die positiven Dinge sprechen. Wenn Sie gerade die Landwirtschaft ansprechen, die wenigsten Menschen wissen das, unsere europäischen Landwirte verkaufen heute weit mehr in Amerika, als wir aus Amerika an landwirtschaftlichen Produkten einkaufen. Das sind allein 6 Milliarden Euro im Jahr, die wir an landwirtschaftlichen Produkten mehr nach Amerika verkaufen, als wir dort einkaufen. Und trotzdem wird immer die Stimmung gemacht, die Landwirtschaft hat da Riesenprobleme. Ich merke in vielen Gesprächen mit landwirtschaftlichen Vertretern, das sind Riesenchancen für unsere Landwirte. Nehmen Sie mal, wie groß der Markt in Europa unter Druck ist, im Bereich Milch zum Beispiel. Wenn wir es schaffen würden, diese Zölle von fast 400% auf Käse aus Europa in Amerika abzuschaffen, da würden sich Riesenabsatzmärkte eröffnen. Das wäre eine Riesenchance für die Landwirtschaft. Und wenn wir auf der anderen Seite sicherstellen, wie wir das bisher in allen Handelsabkommen haben, dass natürlich Verbraucherschutz, dass die Frage von Produktstandards, wenn ich an Hormonfleisch oder genveränderte Sachen denke, die wir nicht wollen, wenn wir auch sowas in TTIP reinschreiben, dann ist TTIP wahrlich keine Gefahr für unsere Landwirtschaft. Dann ist das eine Chance für die Landwirtschaft, aber vor allem auch für uns insgesamt. Denn die Globalisierung findet statt. Wir müssen die Globalisierung gestalten und wenn wir nicht wollen, dass kommunistische Diktatoren aus China die Globalisierung gestalten, sondern die westlichen Demokratien, dann sollten wir da uns mit Amerika dringend zusammentun. Die europäischen Märkte sind überflutet von chinesischen Billigprodukten. Viele Hersteller können seit Jahren mit solchen Dumpingpreisen nicht mehr mithalten, sodass diese Unternehmen entweder schließen oder ihre Produktion ins Ausland verlagern, was zu einer Erhöhung der Arbeitslosenzahlen führt. Welche Maßnahmen muss die EU treffen, um dies zu verhindern? Ja, Sie zeichnen das Bild von Arbeitslosigkeit, die steigt wegen Globalisierung und vor allem auch wegen der großen Konkurrenz aus China. Und ich weiß, das ist ein weit verbreitetes Bild, aber wenn ich mir meine Heimatregion anschaue und wenn ich mir vor allem auch die vielen Wachstumsbranchen in Berlin anschaue im Moment, dann ist doch in Wahrheit das Gegenteil der Fall. Nehmen Sie mal Mercedes-Benz, ein Unternehmen aus meiner Heimatregion. Rund 90% der in Deutschland hergestellten Mercedes-Autos werden nicht in Deutschland verkauft, sondern irgendwo anders auf der Welt. Das heißt, wir verkaufen doch unsere hochqualitativen Produkte auf der ganzen Welt und ich bin fest überzeugt, Sie finden mehr Mercedes S-Klasse, 7er BMW oder 8er Audi auf den Straßen in Shanghai oder Peking als auf den Straßen in Berlin. Und da sehen Sie, wie wichtig gerade der Absatz in solche Märkte für unsere Arbeitsplätze ist. Und ja, wir haben in manchen Sektoren Schwierigkeiten. Da findet dann Strukturwandel statt. Das ist für die Betroffenen schwierig. Da müssen wir in unserer sozialen Marktwirtschaft helfen. Aber ich bin überzeugt, wenn Sie sehen, dass wir heute in Deutschland so viel sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben, wie meiner Information nach noch nie. Wenn Sie sehen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Moment so niedrig ist wie seit 20 Jahren nicht mehr, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass viel, viel mehr Arbeitsplätze in den letzten Jahren auch dank Globalisierung entstanden sind, als wir verloren haben.
Und dann sind wir doch eigentlich wirklich auf einem guten Weg. Und nochmal, wir müssen uns um die kümmern, die leider bei Strukturwandel auf der Strecke bleiben. Aber wenn Sie die Zahlen sehen, sind es doch viel, viel mehr, die dank der Globalisierung und auch dank China in den letzten Jahren neue Arbeitsplätze und gute Arbeitsplätze gefunden haben. Die Briten stimmen ab 23. Juni über den Verbleib in der Europäischen Union ab. Welche politischen und wirtschaftlichen Folgen könnte ein Austritt Großbritanniens aus der EU für beide Seiten haben? Ja, als allererstes, ich wünsche mir, dass Großbritannien und die Briten in der Europäischen Union bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, Europa braucht Großbritannien, aber auch Großbritannien alleine, ein Volk von gerade mal 60 Millionen Menschen auf dieser globalen Welt mit 8 Milliarden Menschen alleine unterwegs zu sein, ist meistens schwierig. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir vor allem in den nächsten Tagen werben, dass wir den Briten erzählen, wie gut Europa ist bei allen Schwierigkeiten. Und wir hatten gerade vor wenigen Tagen die Feierlichkeiten in Verdun, wo Präsident Hollande und Angela Merkel in Verdun bei den alten Schlachtfeldern aus dem Ersten Weltkrieg waren. Und ich glaube, bei allen Schwierigkeiten, ich weiß, dass Europa dauert viel zu lange und es ist zu kompliziert und braucht man das alles und wären wir nicht alleine besser unterwegs. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind allein nicht besser unterwegs. Und das ist auch die Botschaft, die wir in Großbritannien bitte in die Kampagne einbringen müssen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass die Briten eine Entscheidung treffen, die aus meiner Sicht besser ist für sie, aber die auch besser ist für Europa. Und ich würde mich freuen, wenn wir die nächsten Tage nutzen würden, für einen Verbleib in Europa zu werben. Bei allen Schwierigkeiten ein besseres Projekt für Frieden, für Sicherheit, für Zusammenarbeit, für Demokratie auf der Welt als die Europäische Union ist mir nicht eingefallen. Viele Milchbauern fürchten um ihre Existenz wegen der geringen Nachfrage und der niedrigen Preise. Welche kurz- und langfristigen Hilfen müssen den Milchbauern gegeben werden, damit diese nicht ihre Existenz verlieren? Sind die Handelssanktionen der EU gegen Russland in dieser Krise ausschlaggebend gewesen, so wie behauptet? Ja, die Situation auf den Milchmärkten für die betroffenen Landwirte schwierig. Bei Milchpreisen von gerade mal noch ungefähr 20 Cent pro Liter Milch, da sind wir in einer Größenordnung, die für die Bauern einfach nicht tragbar ist. Da ist die Milch mittlerweile billiger als eine Flasche Wasser. Und ich glaube, das wird der Riesenanstrengung, die die Landwirte haben, nicht gerecht. Und Sie haben vorhin das Thema TTIP angesprochen. Ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite Lösungen in Europa. Nahrungsmittel sind nun mal keine Produkte wie ein Regenschirm oder wie ein Spielzeugauto. Nahrungsmittel sind was Besonderes und da müssen wir auch denen, die uns mit Nahrungsmitteln versorgen, gute Chancen bieten, über politische Unterstützung, auch über wirtschaftliche Unterstützung, dass ihre Existenz gesichert ist. Aber zum Zweiten, wir müssen auch Märkte außerhalb Europas weiter erschließen. Da kann uns TTIP eine Chance bieten. Wie gesagt, bei landwirtschaftlichen Produkten verkaufen wir mehr dorthin, als wir dort einkaufen. Wenn wir das verstärken können durch Handelsabkommen mit Ländern wie Kanada, Amerika, Russland oder auch China, dann sind wir da auf einem guten Weg. Und das Dritte, wir müssen auch in Deutschland und Europa uns Gedanken machen. Ich sehe zum Beispiel in Österreich die Lebensmittelkette Spar, die macht eine riesen Anti-TTIP-Kampagne und stellt sich hin als die Verteidiger der heimischen Landwirtschaft. Auf der einen Seite ihres Prospektes und auf der zweiten Seite des Werbeprospektes machen sie dann Werbung für Milch für 30, 40 Cent den Liter. Sie machen Werbung für reduzierten Quark und Käse. Und genau das passt nicht zusammen. Wenn wir wollen, dass wir eine kleinteilige Landwirtschaft, die auch die Kulturlandschaft bei uns pflegt, in Deutschland und Europa erhalten, da müssen auch wir als Verbraucher unseren Beitrag leisten. Und da funktioniert es halt nicht, dass wir uns als Verbraucher auf der einen Seite beschweren über die sinkenden Preise für die Landwirte und das Leid der Landwirte beklagen und auf der anderen Seite ganz, ganz vielen Angeboten hinterherrennen. Wir tragen da alle eine Verantwortung. Die Landwirte müssen sich besser organisieren, die Genossenschaften, Molkereien auch. Der Handel muss kooperativer werden. Die Politik kann unterstützend helfen, aber wir auch als Verbraucher, wir bestimmen mit dem Geldbeutel, wie es da weitergeht. Ich wünsche mir, dass wir auch unserer Verantwortung gerecht werden.